Manu und ich sind heute in Leipzig, weil wir uns die Location anschauen, wo höchstwahrscheinlich die Hochzeit stattfindet, die ich dieses Jahr in Leipzig plane. Und ich wollte das zum Anlass nehmen, um euch in diesem Video so ein bisschen zu erzählen, auf was ihr achten solltet, wenn ihr euch eure Hochzeitslocation aussucht. Ganz wichtig ist, dass ihr immer vorher euch das Ganze wirklich vor Ort anseht und nicht nur im Internet euch irgendwelche Bilder anschaut, weil ihr braucht ein Gefühl für die Location. Es ist immer eine andere Atmosphäre, wenn man vor Ort ist. Und genau das machen wir heute. Und was ihr bei diesem Besuch beachten solltet, was ihr erfragen solltet, das erzähle ich euch jetzt. Ich habe mir so ein paar Notizen im Vorfeld gemacht, bevor wir die Location besuchen, was ich alles erfragen möchte oder was ich wissen möchte. Manches ergibt sich ja auch so aus dem Gespräch heraus, weil natürlich teilen euch die Location-Inhaber auch so diverse Sachen mit oder die ergeben sich dann aus dem Angebot. Und das, was ich mir hier notiert habe, das möchte ich euch gerne jetzt mit auf den Weg geben. Wie gesagt, wenn ihr euch eine Location für eure Hochzeit aussucht, geht dahin, schaut ihr euch wirklich vor Ort an, bekommt ein Gefühl für die ganze Sache. Wie gesagt, im Real Life sieht das nochmal ganz, ganz anders aus wie auf den Fotos auf der Homepage meistens. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das vor Ort anseht. Wichtig ist, dass ihr erfragt, ob am selben Tag noch andere Hochzeiten in der Location sind. Das ist zum Beispiel bei der Hochzeit, die ich jetzt plane, der Fall. Aber es ist halt wirklich so geregelt, dass man sich nicht in die Quere kommt, dass jeder seinen eigenen Aufgang hat, dass es so ein bisschen jeder auch seinen eigenen Eingang hat für die Gäste. Also es ist richtig gut gelöst dort, aber es ist halt wirklich wichtig für euch zu wissen, ob an dem Tag noch andere Hochzeiten dort stattfinden. Ganz wichtig sind natürlich auch die Logistik und die Parkmöglichkeiten. Die meisten werden natürlich mit dem Auto kommen. Gibt es genügend Stellplätze? Ist der Parkplatz kostenpflichtig oder ist er frei? Muss man ein Stück laufen oder kann man bis zur Location vorfahren? Wenn man nicht vor der Location parken kann, kann man es zumindest so lange machen, um gewisse Dinge auszuladen. Sowas muss einfach geklärt werden. Oder wenn ihr mit Bussen kommen wollt beispielsweise, dann muss natürlich auch genügend Platz für die Busse sein. Also was müsst ihr absprechen? Im besten Fall natürlich auch schon im Vorfeld. Ja, dann ist natürlich interessant, wenn ihr Gäste habt mit speziellen Bedürfnissen, also wenn ihr eine Rollstuhlauffahrt habt oder wenn ihr Leute habt, die so ein bisschen gehbehindert sind, die vielleicht jetzt nicht unbedingt ganz viele Treppen laufen können, ob es da einen Fahrstuhl gibt oder ob man dann Räumlichkeiten in der Etage weiter unten wählt und nicht ganz oben zum Beispiel, das ist halt alles ganz wichtig. Da ist es dann auch wichtig, wenn es ums Essen geht, wenn ihr das Essen bei der Location direkt auch bestellt. Wenn ihr Allergiker dabei habt, das ist auch ganz, ganz wichtig. Oder wenn ihr Vegetarier habt, dass ihr Auswahlmöglichkeiten für die habt. Also denkt wirklich auch an so Gäste mit speziellen Bedürfnissen, wie auch immer die dann aussehen. Wichtig ist zu erfragen, wie die maximale Kapazität ist. Ob ihr überhaupt alle eure Gäste unterbekommt oder ob für die Räumlichkeiten wesentlich mehr Gäste vorgesehen sind. Dann kann es auch sein, dass es verlaufen aussieht. Oder es ist natürlich toll und ihr habt eine große Tanzfläche, je nachdem. Die Dekoration ist natürlich ein Thema. Dürft ihr eigene Dekoration anbringen und wie wird es dann geregelt? Könnt ihr die einen Tag vorher bringen? Übernimmt die Location dann die Dekoration für euch, wenn ihr sagt, wie ihr es haben möchtet? Oder müsst ihr die selbst anbringen? Also was muss im Vorfeld unbedingt geregelt werden? Dürft ihr einen eigenen DJ mitbringen? Dürft ihr einen eigenen Lichttechniker mitbringen? Oder wird es von der Location gestellt? Wie ist die Technik überhaupt dort? Gibt es Technik dort oder müsst ihr alles selbst mitbringen? Wie sind die Vorschriften hinsichtlich Rauchen und Alkohol? Ich glaube, es ist keine Frage, dass nur noch draußen geraucht wird, aber dafür muss es natürlich auch entsprechende Möglichkeiten geben. Müsst ihr euch darum kümmern, dass es dann ein Raucherzelt gibt, solche Sachen. Auch Alkohol ist natürlich eine Frage. Dürft ihr eigenen Alkohol mitbringen? Wie ist das dann mit der Ausschankgebühr? All sowas. Also fragt es wirklich nach, weil es können böse Überraschungen auf euch warten, wenn ihr das nicht im Vorfeld regelt. Dann ist eine Frage, ist es Open End? Dürft ihr so lange feiern, wie ihr wollt? Oder sagt die Location zu einer bestimmten Uhrzeit, ist hier Ruhe, ist hier Schluss? Gibt es diverse Regelungen, wenn es jetzt zum Beispiel in einem Wohngebiet liegt? Dass ihr ab einer bestimmten Uhrzeit die Musik leiser drehen müsst? Irgendwie solche Sachen. Ist Feuerwerk erlaubt? Wenn Feuerwerk erlaubt ist, müsst ihr noch irgendwo Genehmigungen einholen bei der Stadt oder irgendwie solche Sachen? Ist Personal vorhanden? Also das heißt, müsst ihr euch selbst darum kümmern, dass ihr beispielsweise Freunde, Bekannte bestellt, die am Tag eurer Hochzeit kellnern.
Oder wird das Personal von der Location gestellt? Wie ist das mit den Kosten? Dann genauso dasselbe wieder mit der Reinigung. Müsst ihr am Ende für die Reinigung sorgen oder sorgt die Location für die Reinigung? Wie ist das dann mit den Kosten? Wie wird das geregelt? Genauso, wenn es um die Bestuhlung geht. Gibt es nur eckige Tische? Gibt es runde Tische? Müsst ihr die Tische, die Stühle, die Stuhlhussen, alles, was dazugehört, die Tischdecken, müsst ihr das alles extra bezahlen oder ist das im Paketpreis inbegriffen? Weil oftmals werden nur so grobe Beträge auf den Internetseiten genannt und wenn man dann das wirkliche Angebot in der Hand hat, dann kommt halt die Bestuhlung drauf, die Stuhlhussen drauf, die Tischdecken drauf. Also was wird dann nochmal drauf gerechnet? Und da steht man schnell mal da und es ist ein Preis, mit dem ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Deswegen erfragt sowas wirklich gleich zu Beginn, wenn ihr euch die Location anseht. Deswegen auch macht wirklich auch einen Termin zur Location-Besichtigung. Ruft vorher an, sagt, was ihr möchtet. Macht noch nichts fest an diesem Tag. Fahrt nochmal nach Hause. Lasst euch das in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen. Lasst es auf euch wirken. Schaut euch vielleicht nochmal zwei, drei andere Locations an. Und holt euch dann erst Angebote ein. Mit wirklich allen Punkten. Achtet darauf, dass im Angebot dann schon, wenn es geht, alles vermerkt ist, was wichtig für euch ist. Und dann hat man es meistens so, man bekommt das Angebot, dann trifft man sich nochmal so ein paar Monate vor der Hochzeit, weil man ja erst dann weiß, wie viele Gäste wirklich kommen. Und wirklich den festen Vertrag macht man meistens so, ich sag mal, eine Woche vor ungefähr, wenn man wirklich weiß, so viele Gäste kommen, das will ich alles und das ist das, was ihr am Ende auch bezahlt. Also lasst euch nicht auf irgendwas ein, wo ihr schon Monate vor den Vertrag fertig macht. Ihr könnt nicht wissen, wer noch kurzfristig als Gast zum Beispiel absagt oder was sich dann wiederum andere Sachen ergeben. Weil die Hochzeitsplanung, das ist immer so ein individuelles Ding. Das kann sich innerhalb von eines Tages kann sich eure Planung ändern. Und ja, also lasst euch auf nichts ein, wo ihr Monate vorher schon irgendwelche Verträge fest unterschreiben müsst. Bei Locations ist es wirklich, bei guten Locations ist es wirklich so, dass ihr eine Woche vorher dann das festmacht, was ihr zu eurer Hochzeit wirklich alles haben möchtet, was das Ganze kostet. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video so ein bisschen helfen, wenn ihr euch eine Location anseht, was ihr da beachten solltet, was ihr erfragen solltet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!